Heute, ich war das erste Mal Skifahren und morgen probiere es gleich nochmal. Ist ganz schwer mit der Kamera das mitzunehmen. Hat aber ganz gut, sage ich mal, funktioniert. Wir sind mittlerweile in Österreich angekommen, nur leider ist ganz wenig Schnee. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Also ich hoffe, dass da noch was runterkommt. Wie ihr sehen könnt, die Berge sind nicht mit Schnee bedeckt. Und das heißt natürlich, dann können wir kein Skifahren. Also, ja, mal gucken. Wenn nicht, machen wir schön Wellness und machen es uns anders da schön. Aber ich hätte so gerne Ski gelernt, weil ich das nicht kann. Naja, mal schauen. Wir sind auf jeden Fall gleich da. In weniger als einer Stunde. Juhu! Leute, wir sind angekommen. Ich muss sagen, die Fahrt war echt angenehm. Erstaunlicherweise, ich hasse ja lange Autofahrten, aber es war echt angenehm. Wir sind super durchgekommen. Wir hatten eigentlich keinen Stau. Milan hat gut mitgemacht, also alles perfekt. Ich zeige euch jetzt das Zimmer. Meine Jungs sind direkt in den Spielplatzbereich gegangen. Und mein Mann wollte ein Stück Kuchen essen. Und ich habe gesagt, ich bleibe auf dem Zimmer, weil ich sehe so flottermäßig aus. Ich will mich erstmal duschen, Haare waschen und mich ein bisschen schminken, weil meine Haut einfach so übelst schlecht ist im Moment. Und ich zeige euch erstmal bei der Gelegenheit, wenn keiner da ist, in Ruhe das Zimmer. Wer mein Video vor 2 Jahren geschaut hat, da waren wir auch schon mal hier im Dachsteinkönig in Österreich, der kennt es vielleicht noch. Aber diejenigen, die es nicht kennen, ich zeige es euch gerade. Es ist wieder das gleiche Zimmer, was wir schon mal hatten. Also hier ist die Tür, hier kommt man rein. Und hier ist erstmal ein Gäste-WC. Nein, Quatsch, Gäste-WC, was rede ich denn? Das WC ist separat, genau. Hier drüben ist dann das Ankleidezimmer. Die Koffer habe ich noch nicht ausgepackt, muss ich jetzt gleich machen. Wie man sieht, ich bin hier immer noch im Jogginganzug unterwegs. Genau, also man hat echt viel Platz, um Sachen zu verstauen, ein Safe und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man hat sogar hier eine Wickelkommode, wenn man mit einem kleinen Kind verreist. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass es alles so mit Holz verkleidet ist. Das macht es voll gemütlich, finde ich. Und hier kommt man ins Badezimmer. Gefällt mir auch richtig gut. Inspiriert mich auch echt für das neue Haus irgendwie so. Ein bisschen so rustikaler, gefällt mir auch richtig. Hier mit dem Holz auch. Hier gibt es eine große Badewanne. Und was ich super finde, ist, dass es hier noch ein Kinderwaschbecken gibt mit so einem Hocker. Milan war auch happy darüber, hat sich direkt mal die Hände gewaschen. Und ein riesengroßer Spiegel. Und hier drüben ist dann noch eine sehr, sehr große Dusche. Auch total schön gemacht. Und dann kommt man hier ins Schlafzimmer. Also ist alles offen gestaltet. Hier ist der Schlafbereich und hier drüben ist noch so ein Ecksofa. Und ich kann euch auch mal die Aussicht zeigen. Ich muss sagen, leider sieht man nicht so viel. Heute ist sehr bewölkt. Hier drüben sind dann die Chalets. Also man kann sich entweder hier so Häuschen mieten mit Family oder so. Oder halt so Suiten, was wir jetzt haben. Und wir haben hier auch so eine relativ große Terrasse eigentlich, was schön ist. Ja, Fernseher und was auch immer so ein Highlight ist, ist hier drüben diese Höhle. Die finde ich auch richtig niedlich, da können die Kinder reinkriechen und Buch lesen oder was auch immer. Und hier drüben ist das Kinderzimmer mit einem Hochbett. Ja, total niedlich. Milan und ich, wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer und wir tragen unsere Partnerschlafanzüge. Elf im Training und Mama Elf. Und ja, wir haben eben gut gegessen. Und ich? Und du? Ja, du bist Elf in Training. Nein, ich bin auch Elf. Du bist auch ein Elf. Milan, ist es schön hier? Ja. Schön, gell?
Ja, also wir haben mega lecker zu Abend gegessen. Es war echt so, so gut. Ich bin 3 oder 4 Mal gelaufen. Und saßen noch eben die ganze Zeit nett zusammen. Die Kinder haben total schön gespielt. Und jetzt haben wir unsere Partnerschlafanzüge an. Der von meinem Mann liegt noch hier. Der ist nämlich gerade in die Sauna geflüchtet. Und wir spielen eine Runde Uno, gell? Leider muss ich ins Bett gehen. Musst du leider ins Bett gehen? Nein, der Papa muss leider ins Bett gehen. Also, ich melde mich morgen wieder. Einen wundervollen guten Morgen. Mittlerweile ist es eigentlich schon Mittag. Wir waren frühstücken, wir waren sehr lange frühstücken. Das Frühstück war super lecker. Ich muss euch auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen und das Essen zeigen. Oh mein Gott, das Essen hier ist einfach so gut. Und ich finde, im Urlaub gehört auch einfach gutes Essen dazu. Also für mich zumindest, ja, ich habe auf jeden Fall richtig reingehauen. Jetzt habe ich mich schon in meine sexy Bademantel geschmissen. Wir werden jetzt ins Schwimmbad gehen. Der Schwimmbadbereich ist auch mega schön. Ich versuche euch das ein bisschen zu filmen. Leider liegt ein bisschen zu wenig Schnee. Ich weiß nicht, ob ihr das, ja, auf der Kamera sieht es aus, als würde viel liegen. Es liegt etwas wenig Schnee. Deswegen können wir leider jetzt erstmal nicht Schlitten oder Skifahren gehen. Aber heute Abend gehen wir noch auf so einen Christkindlmarkt hier. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal ins Schwimmbad. You better listen up, there's not a thing that I can give from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist heute Montag und eigentlich wollten wir auf die Piste. Jetzt hat es aber die ganze Nacht geregnet und es regnet immer noch. Ja, und es wird dann heute nichts mit dem Skifahren. So schade. Ich war so motiviert und wollte es unbedingt lernen. Also vielleicht haben wir morgen mehr Glück. Aber hier bei uns ist schon der Schnee fast weggetaut. Also hier wird es wohl gar nichts. Nur wenn wir ein bisschen weiter wegfahren und ein bisschen höher. Mein Mann macht gerade den Milan fertig hier hinten und zieht ihm was an, der will nämlich nicht aufstehen. Genau, und wir gehen jetzt zum Frühstück und ich nehme euch mal mit zum Frühstück. Ich habe euch ja doch gar nicht das Buffet gezeigt, ist mir eingefallen. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder uns hier gemütlich machen. Ich frage, ob heute mal ein Massagetermin frei ist oder Facial. Ich habe immer noch so rote Stellen im Gesicht, habe das jetzt ein bisschen versucht abzudecken. Ja, dann werden wir es uns hier halt gemütlich machen. Genau, hier gibt es ja auch genug zu entdecken und ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich habe übrigens vergessen, mir T-Shirts einzupacken und es ist echt total warm hier. Jetzt habe ich mir T-Shirts von meinem Mann angezogen. Dabei sind wir eh das zweite Mal hier und trotzdem habe ich es irgendwie vergessen. Jetzt habe ich nur so voll die dicken Pullover mit, weil ich dachte, ich bin jeden Tag auf der Piste. Aber ja, es kam dann doch ein bisschen anders. So, das ist der Weg zum Frühstück. Schaut mal, voll süß. So eine Nachbildung. So you think you were right? Mm-hmm. Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. Mm-hmm. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Ich habe ein Problem. Kannst du nicht jeden Tag das Gleiche essen. Aber ich weiß, dass du es magst. Milan bekommt Nutella-Brot und Waffeln. Super healthy. Der will eh keine Waffeln schon. Das ist schon wieder vorbei. Ja. Schön. So, wir gehen jetzt mal ins Spa-Bereich und fragen, ob es Massagetermine gibt. Hier ist übrigens die Lobby und der Eingangsbereich. Wow. Hey, Milan, komm, yes. Wir sind doch You better listen up, there's not a thing that I can give from you. Boy, I don't need that much, need that much. So Leute, jetzt melde ich mich auch mal wieder. Ich war heute im Spa, habe mich massieren lassen und habe eine Pediküre gemacht. Für die Füße logischerweise. Ja, für was braucht man sonst eine Pediküre, ne? Das ist mein Outfit jetzt für heute Abend. Ich habe eigentlich immer irgendein Röckchen an. Ehrlich gesagt, weil es bequem ist, denn ich habe gerade meine Periode und da ist mein Bauch immer so extrem dick. Und
Oh, mir drücken diese Jeans immer so auf den Bauch, vor allem diese High-Waist-Hosen. Ich kann das immer gar nicht anhaben. Dann habe ich irgendwie nach der Hälfte vom Essen schon wieder die Hose auf. Und ja, sieht auch sehr hübsch aus, deswegen ziehe ich das an. Was seht ihr? Guck mal. Oh, könnte meinen, ich bin schwanger, aber ich bin einfach nur dick. Ja, wir gehen jetzt zum Essen. Ich habe euch das Abendessen noch nicht gezeigt. Das nehme ich euch jetzt mal mit. Kurz Update zum Wetter. Es war heute leider so, dass kaum Schnee liegt. Jetzt entweder machen wir morgen einen Ausflug und gehen mal ein bisschen raus, vielleicht nach Salzburg oder so. Oder ja, mal gucken, was wir unternehmen. Aber ich glaube, morgen müssen wir einfach auch mal raus an die frische Luft. Ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mit zum Essen. Achso, ja, und das ist übrigens ja, mein Outfit. Vielleicht soll ich es auch sagen, wo es her ist. Oberteil ist von Zara. Ist auch relativ aktuell. Der Rock ist vom Later Store in Mannheim, wo ich immer zum Friseur gehe. Die haben da unten drunter auch noch so ein Geschäft. Und die Schuhe, die habe ich von Tamaris. Die sind auch sehr bequem. Und der Schmuck ist von meinem Punkt. Ja, wie immer, ihr wisst ja, ich trage eigentlich nur den Schmuck von meinem Punkt. Genau. Schaut mal, wie lecker. Heute gibt es unter anderem Thunfisch. Und das ist irgendeine gefüllte Nudel. Und hier Büffelmozzarella und ein bisschen Makkamesalat. Ich habe echt gesagt, schon den dritten oder vierten Teller jetzt, ich weiß gar nicht. Es ist unfassbar, wie viel ich hier essen kann. Aber ich bin nicht alleine, gell, Babe? Du isst auch immer ganz viel. Wir sitzen übrigens jeden Abend hier an diesem großen Tisch. Irgendwie sind alle jetzt schon weg oder noch Essen holen. Ja, das ist ganz schön. Guten Morgen, Leute. Habe ich nicht ein sexy Outfit an? Also, wir versuchen heute mal Skifahren zu gehen und ich kann jetzt schlecht in den Skiklamotten frühstücken gehen, dann schwitze ich mir ja einen ab. Deswegen gehe ich jetzt in meinen Thermoklamotten. Sieht mega heiß aus. Ja, ich wünsche uns Glück, dass das Wetter mitspielt und dass es heute klappt. Das wäre echt cool. Oh, ich habe vor dem Bauch da drin. Oh Gott. Oh, ich bin gerade auch noch total müde. Irgendwie war einiges auch so spät im Bett. Ja, und jetzt gehen wir, wie gesagt, frühstücken. Haben hier unsere Skisachen gepackt. Wo ist denn unsere Tasche? Da haben wir das gepackt hier. Eine Megatasche, die wir jetzt mitschleppen. Weil wir können das dann die Sachen jetzt anzuziehen und den Milan kriegt man wieder nicht aus dem Bett raus. Mili, aufstehen. Oi. Das ist das erste Mal, dass ich meine Moonboots anziehen kann. Die sind so riesig, ey, oh mein Gott. Leute, wir haben jetzt Skiklamotten an und wir werden jetzt auf die Piste gehen und ich werde das erste Mal versuchen, Ski zu fahren. Ehrlich gesagt, fühle ich mich heute nicht so gut. Es ist nicht so perfekt. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen schlecht. Ich hoffe, alles ist okay. Mina fühlt sich auch nicht so gut. Also ist vom Timing her wahrscheinlich jetzt nicht so clever, aber ach, mal gucken, wir probieren es. Ich habe auch noch mal eine Periode, was natürlich super ist, und Bauchschmerzen. Ich wünsche mir Glück. Die kommt gleich, ich auf Toilette. Guck mal. Bravo, Schatz! Der erste Berg, woo. Super! Leute, ich war das erste Mal Skifahren und morgen probiere ich es gleich nochmal. Ist ganz schwer mit der Kamera das mitzunehmen. Hat aber ganz gut, sage ich mal, funktioniert. Hat auch echt Spaß gemacht und ja. Morgen probiere ich es gleich nochmal. So Leute, wir sitzen jetzt wieder im Auto. Ey, meine Beine, die sind wie Wackelpudding. Ohne Scheiß, ich wollte kaum den Weg laufen. Dann sieht man, dass ich sportlich gesehen nichts gewohnt bin. Aber ich war ganz stolz, dass der Skilehrer mich gelobt hat, weil ich dachte mir, oh Gott, du stellst dich wahrscheinlich total dämlich an. Aber er hat gesagt, ich hätte es gut gemacht. Also das hat mich jetzt echt motiviert. Ich habe für morgen gleich wieder eine Skistunde von 10 bis um 12. Muss ich schon früh aufstehen, weil wir sind jetzt eine Stunde hierher gefahren. Da bei uns leider vom Hotel kein Schnee liegt, was normalerweise der Fall gewesen wäre, da hätte man einfach nur die Straße überquert. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, wir müssen jetzt nur gerade überlegen, wie wir das machen, weil mein Mann soll ja eigentlich auch Skifahren gehen, was wir da mit dem Milan machen, weil er hat keine Lust leider Ski zu lernen. Ich finde, das Wetter ist gerade auch nicht so optimal, also schneit ziemlich stark und es war auch auf der Piste, ich sag, sehr unangenehm, wenn du dann die ganze Zeit Schnee im Gesicht hast. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Weil mein Mann hat aber auch gesagt, ich soll morgen auf jeden Fall noch mal gehen, damit ich es lerne. Weil wenn ich jetzt nur 2 Stunden gefahren bin, gefahren in Anführungszeichen, und dann jetzt gar nichts mehr mache, ist es halt auch irgendwie doof. Genau, deswegen gehe ich morgen noch mal. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Auf dem Hinweg ging es uns gar nicht so gut. Und ich dachte schon, oh Gott, wir müssen das abbrechen. Aber jetzt geht es uns eigentlich wieder gut. Ja, aber die Freunde von uns, denen ist richtig schlecht. Was ein Abturn.
So Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen wenigstens umgezogen und frisch gemacht fürs Abendessen. Ich war jetzt mit dem Milan gerade und noch Go-Karts fahren. Ey, diese Go-Karts, der will am Tag am liebsten 20 Mal diese Go-Karts fahren. Der ist so verliebt darin. Ich zeige euch noch ein bisschen was vom Hotel, weil ich glaube, dass ich gar nicht so viel gezeigt habe. Manchmal vergesse ich auch, was ich alles gezeigt habe, weil heute Abend will ich dieses Video schon bearbeiten und für euch hochladen, auch wenn wir morgen noch einen Tag bleiben. Aber wir werden morgen wieder Skifahren gehen, da ist es eh so ein bisschen schwierig mit dem Filmen. Und ja, wir haben sogar richtige Ziegen im Hotel. Letztes Mal, wo wir da waren, gab es sogar noch Esel. Da ist irgendwie nicht mehr da, aber wir haben Ziegen. Und ja, es ist einfach ein wirklich wunderschönes Hotel, vor allem für die Kinder. Also Mina sagt auch, er fühlt sich mega wohl und ihm gefällt's. Und ja, wir gehen jetzt zum Abendessen. Ich habe echt gesagt, mich... Gott, ich sehe aus. Nur mein Make-up ist auch Ciao Kakao, aber egal. Hose, ey. Meine Lackhose. Aber ich schwöre es euch, Leute, diese Hose ist einfach so bequem. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich habe es ja schon gesagt, aber diese ganzen Jeans sind einfach so unbequem und ungemütlich, wenn ich viel esse. Und die ist einfach so gemütlich, die fühlt sich an wie eine Jogginghose, deswegen habe ich die mitgenommen. Ich hoffe, die sieht nicht zu ordinär aus. Mina, bist du ready für Abendessen? Du hast schon wieder eine neue Karte geholt. Was für eine neue Karte? Im Zimmer, ich habe jetzt vier Karten schon. Weiß nicht, vielleicht habe ich dich irgendwie nicht gefunden oder so. Hier haben wir Milan Spielzeug-Ecke, der hat auch ein paar Spielzeuge von zu Hause mitgenommen und ein paar Spiele. Wollen wir was zum Spielen mit runternehmen, Uno oder so, Milan? Hallo? Hallo. Ja, da, Milan, möchtest du was zum Spielen mit runternehmen, oder? Ja. Ja? Okay, dann schnapp dir was und dann gehen wir. Das hier, Uno. Uno, okay, dann können wir Uno spielen. Mami, das heißt das mit mir. Oh, danke. Süß, ne? Guck mal, ah. So Leute, ich bin jetzt wieder auf dem Zimmer. Wir haben gut gegessen, haben noch ein bisschen zusammengesessen und jetzt ist es kurz nach 9 und ich fange jetzt an, dieses Video zu bearbeiten, weil ich muss eigentlich schon im Bett liegen, weil ich ja morgen früh aufstehen muss. Und ja, ich hoffe, unser Urlaubsvlog hat euch auf jeden Fall gefallen. Und wenn ihr Interesse habt an dem Hotel, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wir gehen echt nie zweimal ins gleiche Hotel, habe ich ja schon gesagt. Und das mag schon was heißen und wir würden auch ein drittes Mal herkommen. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in die Infobox, Dachsteinkönig. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen und beim nächsten Mal wieder in gewohnter Umgebung. Bis dahin, einen schönen Tag und bis bald. Ciao.